Wie wahrscheinlich ist es, dass Wladimir Putin einen Doppelgänger hat? Schaut mal, das sind Aufnahmen von Putin, wie er die von Russland überfallene Stadt Cherson in der Ukraine besucht. Und hier Putin auf einem Spielplatz im ukrainischen Mariupol. Beide Besuche haben nah an der Front stattgefunden. Das ist erstmal nicht so verwunderlich, aber nach beiden Besuchen gab es die Gerüchte, Putin wäre gar nicht da gewesen, sondern ein Doppelgänger. Auf der Plattform X haben wir zum Beispiel diesen Post gefunden, in dem drei Fotos von Putin verglichen werden. Auf allen dreien scheint sein Kinn irgendwie unterschiedlich auszusehen. Und über Putin wird generell viel spekuliert. Mal schreiben die Medien, er sei schwer krank. Und dann, dass er sich einfach aus Angst verstecken würde. In manchen Medien und in Teilen der russischen Bevölkerung wird er deshalb manchmal auch Opa im Bunker genannt. Deshalb gibt es nach öffentlichen Auftritten immer wieder Gerüchte, dass es gar nicht der echte Putin war. Teilweise ist die Rede von mehr als drei Doppelgängern, die ihre Ähnlichkeit zu Putin wohl auch durch chirurgische Eingriffe optimiert haben. Naja, und nicht nur auf Social Media wird spekuliert, sondern auch von hochrangigen Militärs der Ukraine und von Politikwissenschaftlern aus Russland. Aber woher kommen die ganzen Gerüchte um den doppelten Putin? Was ist dran an der Geschichte? Gibt es den russischen Staatschef wirklich mehrfach? Das erfahrt ihr in der neuen ZDF heute Background-Check-Folge. Ich bin der Doppelgänger von Jan Schipmann, moin. Und bevor es losgeht, lasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal. Als erstes haben wir uns mal ein paar von Putins Auftritten aus der letzten Zeit angeschaut. Vor allem die, bei denen es immer wieder Zweifel gab, ob das nicht doch eher ein Doppelgänger sein könnte. März 2023. Wladimir Putin sitzt am Steuer eines Autos und fährt durch die besetzte Hafenstadt Mariupol in der Ukraine. Neben ihm der russische Vizeministerpräsident. Auf einem Spielplatz sprechen die beiden Männer über den Wiederaufbau der Stadt. Putin trifft Anwohnerinnen und Anwohner und besucht sie sogar in ihren Wohnungen. Man könnte jetzt sagen, naja, der Mann führt einen Krieg. Es ist klar, dass er Bilder erzeugen will, die ihm nutzen. Aber so einfach ist es nicht. Denn zum einen gab es dafür natürlich große Kritik aus der Ukraine. Ein Berater von Präsident Zelensky hat den Besuch als zynisch bezeichnet. Putin als Mörder von tausenden Familien hätte hier nur sein Werk der Zerstörung bewundern wollen. Mariupol ist nämlich seit den ersten Kriegswochen ein Ort von brutalen russischen Angriffen und großer Zerstörung. Umso mehr provoziert Putins Besuch die ukrainische Seite. Zum anderen ist da die russische Seite. Putin wird dort nämlich manchmal als Opa im Bunker bezeichnet, weil er sich aus Sicherheitsgründen so selten in der Öffentlichkeit zeigen soll. Und jetzt soll er auf einmal direkt an der Front gewesen sein? Zweifel an diesem Auftritt gibt es auch auf X, unter anderem von Stephen Hall. Er ist Doktor für russische Politik an der University of Bath. Hall stellt in dem Post nicht nur die Doppelgängerthese in den Raum, er hält auch die Treffen mit den Anwohnern für gefaked. Das seien eher Sicherheitsleute von Putin als wirkliche Bewohner von Mariupol. Dafür spricht auch noch etwas anderes. Im Hintergrund der vom Kreml veröffentlichten Aufnahme gibt es einen leisen Zwischenruf einer Frau. Sie ruft: Das ist alles nur Show. Der Kreml scheint sein Video im Nachhinein allerdings geupdatet zu haben. An der Stelle, wo es nur unsichere Blicke der Leute um Putin gibt, ist jetzt ein ganz leiser Piepton zu hören. Aber Moment, war das überhaupt Putin? Auch ein Berater des ukrainischen Innenministeriums hat Zweifel. Putin war möglicherweise gar nicht selbst in Mariupol, sondern ein Doppelgänger. Und das erkenne man am Kinn. Ein paar Wochen später, am 18. April 2023, veröffentlicht der Kreml dann diese Bilder. Wladimir Putin besucht die russischen Truppen an der ostukrainischen Front. In Luhansk sitzt er mit hochrangigen Militärs an einem Tisch und wünscht dem Servicepersonal vor Ort ein frohes Osterfest. Und auch hier gab es nach der Veröffentlichung viele offene Fragen, unter anderem über den Zeitpunkt. Der Kreml hatte zwischenzeitlich behauptet, die Fotos seien am 17. April entstanden. Allerdings hat Putin in der Videoaufnahme davon gesprochen, dass Ostern bald ansteht. Das orthodoxe Osterfest war am 16. April, also schon vor der angeblichen Aufnahme. Heißt, zumindest der Zeitpunkt kann schon mal nicht ganz gestimmt haben. Die Aufzeichnung vom Kreml wurde auch hier im Anschluss noch bearbeitet und die Wörter rausgeschnitten. Und es geht noch weiter. Bei der gleichen Reise soll Putin auch seine Truppen in Cherson besucht haben. Hier steigt er aus einem Helikopter aus und begrüßt seine Leute vor Ort. Oleksiy Danilov, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, hat sich zu den Besuchen dann im Fernsehen geäußert.
Und da behauptet, in Cherson und Luhansk sei niemals der echte Putin gewesen. Der sei nämlich ein sehr verängstigter Mann, der sich niemals so an die Front trauen würde. Seiner Meinung nach sei das ein gewöhnliches Double gewesen. Davon gäbe es mehrere. Jetzt ist die Frage, die ich mir hier stelle, ist diese ganze Doppelgängergeschichte nur Propaganda? Oder gibt es Putin wirklich mehrmals? Naja, um der Sache näher zu kommen, haben wir mal in die Geschichtsbücher geschaut. Und was soll ich sagen? Putin wäre definitiv nicht der erste Diktator mit Doppelgänger. Kennt ihr ihn hier? Oder eher die beiden? Auf den Bildern sieht man nämlich den ehemaligen sowjetischen Diktator Josef Stalin. Beziehungsweise Stalin und sein Double. Davon soll Stalin gleich mehrere gehabt haben. Der Grund, er hatte einfach zu viele politische Feinde, um öffentlich aufzutreten. Deshalb soll sein damaliger Sicherheitschef die Doppelgänger-Idee gehabt haben. Das Stalin-Double links hat sich erst Jahrzehnte später geoutet. Sein Name? Felix Dadaev. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs an der Front schwer verletzt und erst für tot erklärt. Obwohl im Krankenhaus dann festgestellt wurde, dass er noch lebt, ließ man es beim Totenschein. Denn der junge Mann sollte ein anderer werden. 2008 machte Dadaev seine Geschichte öffentlich, wie er aus dem Nichts nach Moskau geflogen wurde und ihm dann dort beim Essen erklärt wurde, für wen er in Zukunft den Doppelgänger spielen soll. Für Josef Vissarionowitsch Djugaschwili, besser bekannt als Josef Stalin. Dadaev musste den Diktator komplett studieren. Ihm wurden Aufnahmen gezeigt, um Stalins Gesten, seine Mimik, seinen Gang und seine Stimme so gut es geht zu imitieren. Nicht alle glaubten Dadaevs Geschichte. Ein führender russischer Historiker bezeichnete das Ganze als völligen Unsinn. Dadaev war nämlich 40 Jahre jünger als der sowjetische Diktator. Und er war damals ein bekannter Schauspieler und ehemaliger Ausbilder beim Geheimdienst. Wie konnte so jemand also unentdeckt bleiben? Dadaev erzählte im Interview selbst, dass er 11 Kilo zunehmen musste und extrem aufwendig geschminkt wurde. Außerdem habe er so viel durchgemacht, dass er sowieso viel älter ausgesehen habe. Auch wenn es Zweifler gab, 1996 hat das russische Verteidigungsministerium die Geschichte offiziell bestätigt. Außerdem durfte Dadaev seine Story mit Erlaubnis von Wladimir Putin in seiner Biografie erzählen. Aber Stalin war nicht der Einzige. Auch ein anderer bekannter Diktator soll Doppelgänger gehabt haben. Saddam Hussein, der ehemalige Staatschef des Irak. 2002 gingen diese Bilder um die Welt. Saddam Hussein sitzt zusammen mit Jörg Haider, einem Rechtspopulisten aus Österreich, der 2008 verstorben ist. Haider soll laut Dokumenten des irakischen Innenministeriums 5 Millionen Dollar von Saddam Hussein bekommen haben. Und zwar für die geleisteten Dienste. Ob damit nur das Foto gemeint ist oder noch mehr, lässt sich nicht rausfinden. Ganz offiziell bestätigt wurde das Ganze nämlich nicht. Genauso wenig wie Husseins Doppelgänger. Auch bei dem Treffen gab es Gerüchte, dass Haider hier nicht den echten Hussein, sondern nur ein Double getroffen hätte. Hussein soll mindestens 3 Doppelgänger gehabt haben. In Recherchen des Auslandsjournals haben sich 2002 zumindest einige Hinweise darauf ergeben. Unter anderem will ein HNO-Arzt unterschiedliche Körpermerkmale bei Fernsehauftritten von Hussein festgestellt haben. Außerdem soll ein Rechtsmediziner 450 Fotos von Hussein verglichen und damit Doppelgänger enttarnt haben. Wie valide diese Angaben sind, ist schwer zu sagen. Bei Hussein kann man also im Gegensatz zu Stalin nicht klar sagen, ob er Doubles hatte oder nicht. Hier scheiden sich die Geister. Ein ehemaliges CIA-Mitglied hat die Behauptung in einem Interview zum Beispiel klar verneint. Das Ding ist, dass Stalins Doppelgänger bekannt geworden ist, ist eine absolute Seltenheit. Auf Regierungsseiten oder in Geheimdienstkreisen wird alles dran gesetzt, Doppelgänger zu vertuschen und deren Identität nicht preiszugeben. Unter anderem aus Sicherheitsgründen. Aber wie sieht es denn jetzt mit Putin aus? Wie wahrscheinlich ist es, dass er wirklich hier in Mariupol durch die Stadt gefahren ist oder in Luhansk seine Truppen besucht hat? Gibt es Putin vielleicht wirklich doppelt und dreifach? Putin ist eine Figur, ja, die geschaffen worden ist, die ein bestimmtes Image hat und um die es sozusagen Gerüchte gibt, was Krankheit betrifft, was möglicherweise er sei gestorben und es gibt einen Doppelgänger für ihn. Das ist Stefan Meister. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich schon seit Jahren mit der russischen Innen- und Außenpolitik. In Russland gibt es ja keine öffentliche Debatte, die unabhängig existiert, sondern es ist ja immer eine manipulierte Debatte, eine Werte sagen, die von staatlichen Institutionen und Medien sozusagen
beeinflusst werden. Das Absurde ist, dass der Kreml sich offiziell von diesen ganzen Gerüchten immer wieder distanziert. Da heißt es dann, Putin ist lebendig, gesund und kann problemlos in der Öffentlichkeit auftreten. Er hat keinen Doppelgänger. Gleichzeitig versucht der Kreml laut Meister aber im Hintergrund Gerüchte zu streuen, um den Mythos Putin am Leben zu erhalten. Also quasi, je weniger man sicher über ihn weiß, desto besser. Es wird unter anderem spekuliert, dass der russische Historiker Valeri Solovey dem Kreml sehr nahe steht. Und der streut seit Jahren Gerüchte über Putins Gesundheitszustand und Doppelgänger. Offiziell gilt Solovey in Russland als ausländischer Spion, kann aber ohne Einschränkung weiter dort leben. Das lässt natürlich Zweifel aufkommen. Ein Grund für die Gerüchte könnte zum Beispiel sein, dass man vor den Wahlen 2024 Aufstände vermeiden will. Also nach dem Motto, wenn Putin sowieso krank ist, lohnt es sich auch nicht zu demonstrieren. Aber das ist natürlich alles nur Spekulation. Auch von ukrainischer Seite werden Gerüchte gestreut, nur mit einer komplett anderen Stoßrichtung. In der Hinsicht muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, was da aus ukrainischen Quellen kommt, weil dahinter einfach auch ein bestimmtes Interesse steht, vielleicht auch eine gewisse Verunsicherung in Russland selber zu streuen, uns vielleicht auch zu beeinflussen mit Blick auf Putin und wie ernst wir ihn nehmen oder wie wir mit ihm umgehen. Die Ukraine will Putin mit solchen Gerüchten natürlich schwächen, auf dem Schlachtfeld und in den Köpfen der Menschen. Zu diesem konventionellen Krieg gehört auch ein Informationskrieg dazu. Der ist extrem wichtig. Und die Ukrainer sind sehr, sehr gut darin, auch Diskurse vor allem im Westen zu beeinflussen. Aber es gibt noch ein anderes Gerücht, das immer wieder auftaucht. Und zwar die Behauptung, Putin sei eigentlich ja schon längst tot und man wolle einfach nur das russische System aufrechterhalten. Aber wäre das überhaupt möglich? Ob das was ist, was dann länger funktioniert, dass man es vielleicht nicht ankündigt für ein, zwei Wochen, ja, aber dann über einen längeren Zeitraum sozusagen so einen Zustand zu erhalten. Irgendjemand muss ja dann Entscheidungen auch treffen. Das heißt, es würden schnell Diskussionen darüber entstehen, wer Putins Rolle jetzt übernimmt. Also wenn Wladimir Putin wirklich tot wäre, würden wir es wahrscheinlich merken. Am Ende muss man sagen, ob Putin wirklich Doppelgänger einsetzt, können wir nicht sicher beantworten. Wir haben einfach keine Beweise für bestimmte Sachen und ganz viel sind halt Verschwörungstheorien, die an verschiedenen Fronten sozusagen weitergewoben werden und die eben auch vom Kreml beeinflusst werden. Also das Allermeiste in dieser Debatte ist einfach Spekulation, vor allem eben Putins Gesundheitszustand. Und auch der Einsatz von Doppelgängern kann einfach nicht klar belegt oder widerlegt werden. Ausschließen kann man es aber nicht. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es Doppelgänger von Putin gibt, dass man vielleicht auch ablenkt, wenn er irgendwelche Reisen unternimmt und er da auftaucht und dann da auftaucht oder dass er auch vielleicht es tatsächlich vermeidet, in bestimmte Mengen zu gehen und dafür eben auch einen Doppelgänger oder vielleicht auch mehrere Doppelgänger hat. Ziehen wir mal ein Fazit. Doppelgängertheorien sind nichts Neues, ob aus gesundheitlichen oder Sicherheitsgründen. Vor allem in autoritären politischen Systemen kursieren um die Machthaber schnell Gerüchte. Belegen lassen sie sich in den seltensten Fällen, weil die Beteiligten das Ganze natürlich geheim halten wollen. Im Fall von Putin werden die Gerüchte sogar gezielt aus der Politik gestreut. Einerseits von der Ukraine, um Putins Position zu schwächen, und andererseits aber auch vom Kreml selbst, um den Mythos Putin zu erhalten. Beide Seiten nutzen das Motiv also zu eigenen Propagandazwecken. Man spricht hier in der Forschung auch von einem Informationskrieg, der neben dem reellen Krieg stattfindet. Vor allem Social Media wird genutzt, um Informationen, aber auch Desinformationen zu streuen und dadurch eben die Gegenseite zu verunsichern oder auch außenstehende Parteien zu beeinflussen. Was sagt ihr denn zu der Doppelgänger-Debatte und für wie wichtig oder absurd haltet ihr sie? Und hättet ihr auch gerne einen Doppelgänger? Für was würdet ihr den da benutzen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst doch mal ein Abo da. Und hier findet ihr noch ein anderes Video aus unserem Background-Check. Darin haben wir uns die größten Mythen zu Windkraft angeschaut.